Herzlich willkommen zum Bewohnerfrei-Podcast, der Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz, der sich Menschen anschaut, die erfolgreich sind, die etwas Besonderes in ihrem Leben gemacht haben oder die wie in diesem Fall auch echt was an die Gesellschaft zurückgeben und sich dann überlegt, wie sind diese Menschen dorthin gekommen. Und ich habe heute vor mir, oder für diejenigen, die zuhören, also bei euch im Ohr, die Gabi Lastinger. Und Gabi ist ein ganz, für mich wirklich wundervoller Mensch, von dem wir eine Menge lernen können. Ich mache jetzt aber erstmal die offizielle Anmoderation. Ein Mensch kann viel verändern, wenn er daran glaubt. Das Motto von Gabi Lastinger ist, wir sind alle stark, wir wissen nur noch nicht, wie stark. Gabi Lastinger war vor 18 Jahren in der Ferne auf der Suche nach ihrem eigenen Glück. Durch das Leben hat sie gezeigt bekommen, dass es nicht unbedingt dort ist, wo wir suchen. Die suchende Rucksacktouristin ist eine Macherin geworden. Sie hat gehandelt, wo andere weggeguckt haben oder nur etwas Mitleid übrig hatten. In den Slums von Kathmandu, Nepal. Sie hat angepackt und im Dreck gewühlt, um Leben zu retten. Heute ist sie die Mutter von 200 Kindern und Chefin von über 50 Mitarbeitern in 2 Kinderheimen. So eine Chefin wie dich hätte ich auch gerne mal gehabt. Dies aber nicht etwa nach den gängigen Regeln von Unternehmensstrategien, sondern einer besonderen motivierenden Mitarbeiterführung. Denn wie motiviert man Menschen, die von der Straße kamen und noch nicht einmal lesen und schreiben konnten? Viel Aufhebens macht sie nicht um ihre Arbeit. Das ändern wir jetzt. Die mache ich jetzt Aufheben für. Deshalb wissen auch die wenigsten, dass sie 2010 das Bundesverdienstkreuz, wow, vom Bundespräsidenten für ihre Arbeit erhalten hat. Herzlich willkommen im Bewohnerfrei-Podcast, liebe Gabi. Und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, das ist selbstverständlich, dass wir dich einladen, weil du hast mich mehrfach schon so verblüfft bei unseren Seminaren, was du da erzählt hast. Und wir werden uns jetzt mal auf die Reise begeben zu dem, wer du heute bist und wie du da hingekommen bist. Wenn jetzt dich heute jemand fragt, an der Bushaltestelle, beim Grillen, und Gabi, was machst du so? Was sagst du denen? Was machst du jetzt? Ja, das ist gar nicht so einfach, das in Kürze zu erklären. Also wirklich ehrlich gesagt. Also eigentlich sage ich immer nur, ich mache Sozialarbeit. Mhm. Also das ist nur mein kurzer Satz und dann kommen natürlich die Fragen. Aber weißt du, das in Kürze zu erklären, wie macht man das? Was machst du wirklich? Bist du in Nepal? Machst du dies? Machst du das? Also ich finde es sehr schwer, Glaube ich. Glaube ich. Du machst natürlich viel mehr als Sozialarbeit. Wenn ich jetzt so an soziale Arbeit denke, was nicht despektierlich ist, weil es unglaublich wichtig ist, was die Menschen da machen, das kann auch im Nachbarschaftsheim helfen sein. Du machst das ja auf einer wesentlich größeren Skala, das Ganze. Und da bewegen wir uns gleich auf deiner Lebenslinie auch hin. Erzähl mir mal, wir zoomen jetzt erstmal wirklich in die Vergangenheit und gucken uns an, wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist. Nimm uns mal mit auf deine ersten Lebensjahre. Wie und wo bist du groß geworden? Ich bin geboren in einem ziemlich armen Land, also im ehemaligen Jugoslawien, in Serbien als ungarische Minderheit und habe Armut schon wirklich sehr früh kennengelernt. Meine Mutter ist sehr früh von dem allen geflohen und ist ganz alleine nach Deutschland, weil es dort Arbeit gab und hat mich dort zurückgelassen. Und da bin ich für eine Zeit mit meiner Oma, die ich über alles geliebt habe, groß geworden. Und sie hat mir extrem viele Werte vermittelt, die ich damals überhaupt noch nicht verstanden hatte. Mhm. Sie hat in einem 200-jährigen Haus gewohnt, aus Lehm und aus Stroh. Und selbst das war eigentlich nicht wirklich ihres, sondern sie hat eine alte Frau angenommen, die keine Familie hatte, nur damit das Haus dann quasi vererbt würde oder beschrieben wurde. Das war damals in dieser Zeit so. Also es war einfach nichts. Und darunter hat meine Oma immer das ganze Leben lang eigentlich gelitten, in dieser Unsicherheit, weißt du, nichts zu haben. Aber sie hat immer ein riesig großes Herz. Und das war was, das mich immer sehr, sehr geprägt hat. Mhm. Weil sie immer etwas übrig hatte. Für jeden Bettler, für jeden Zigeuner, die von Haus zu Haus gegangen sind. Sie hat wirklich ihre letzte Suppe gegeben. Und da habe ich oft gefragt, warum machst du das? Es ist doch gar nichts mehr übrig. Und da hat sie immer gesagt, du musst für andere da sein, sonst ist das Leben nicht so sehr viel wert. Hm. Aber ich bin ja raus aus all dem. Okay. Ich wollte auch meine Mutter glücklich machen, weißt du, ich wollte ihren Erwartungen entsprechen. Dadurch, dass sie nicht wirklich lernen und studieren konnte, hat sie das alles in mich reingetan und
Da wollte ich einfach wer werden, jemand werden. Ich wollte Anwältin werden, weißt du? Wow. Ich wollte in meinem tollen Kostüm da die Menschen verteidigen und wirklich richtig Karriere machen. Okay, lass uns noch einmal bei der Zeit davor bleiben. Das heißt, du bist dann ganz normal zur Schule gegangen? Ja, ich bin, meine Mutter oder meine Eltern haben mich dann nach Deutschland nachgeholt. Mhm. Und da war ich das kleine Gastarbeiterkind. Das war ja zu dieser Zeit vor über 50 Jahren, war das noch ziemlich schwierig. Ich konnte kein Deutsch, man hat mich ausgelacht, man hat mich das dreckige kleine Arbeiterkind genannt. Und Wirklich? darunter habe ich immer sehr, sehr gelitten. Ja, ich war ein kleines, schüchternes, ängstliches Mädchen. Und also so bin ich groß geworden, dass mich eigentlich niemand liebt oder niemand wollte. Und das hat mich schon extrem geprägt. Warst du gut in der Schule? Konntest du durch schulische Leistungen damals irgendwie? Ja, außer Mathe. Okay. Außer Mathe war ich ganz gut. Ja. Okay. Und ist damals in deiner Schulzeit irgendjemand gekommen, ein Lehrer oder irgendjemand an der Schule und hat gesagt, hier aus der Gabi wird mal was? Guck mal, die hat was Besonderes. Nein, sondern meine Mutter erzählt es heute noch, diese Geschichte, dass der Direktor Engberding immer gesagt hat, ihre Tochter schicken sie am besten nicht ins Gymnasium, denn sie packt es nicht. Aber da meine Mama ja so extrem ehrgeizig war und wollte, dass aus mir was wird, hat sie gedacht, doch, sie schafft es trotzdem. Wow. Und dann bin ich halt ins Gymnasium gekommen, trotz Mathe-Schwächeln. Und habe dann halt meinen Weg gemacht. Ja. Okay, und im Gymnasium, das heißt, du bist dann irgendwann in die Pubertät gekommen, ist dann ich erlebe dich mit einer sehr starken Präsenz, wenn ich dich sehe, ne? Du hast so was Strahlendes. Ist da was aus dir rausgekommen? Bist du da selbstbewusster geworden schon oder kam das viel später? Nein, weißt du, das Leben habe ich eigentlich von früh auf, ob das als Kind oder als Teenager, nie von der leichten Seite kennengelernt. Ich habe eigentlich immer einen gewissen ernsthaften Touch, weil life einfach not easy gewesen war. Und so sehr ich mich auch immer bemüht hatte, weißt du, positives Denken und es wird schon gut, das hat dann nie so gut geklappt. Denn ich habe ziemlich früh, wie soll ich das sagen, missgebaut. Ich habe also sehr gegen meine Mama rebelliert irgendwann, weil diese ganzen Forderungen und Erwartungen, die sie in mich hineingesetzt hat, irgendwann zu viel waren. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann mein Herz... Was heißt ein Mist gebaut? Was heißt das? Ja, Drogen genommen oder geklaut? Also ich habe sehr gegen sie rebelliert und dann habe ich einen ungarischen Flüchtling, also einen politischen Flüchtling kennengelernt. Und ich, das kleine Mädchen, keine Ahnung von nichts, aber wird sofort schwanger. Und war die Mama begeistert. Also sag nichts. Also das war eigentlich das Fiasko meines Lebens, in dem ich sehr viel gelernt habe, aber auch sehr, sehr, sehr viel gelitten habe. Denn ich war in der 10. Klasse, habe gerade die Schule gewechselt, weil ich ja so ehrgeizig war, weißt du. Und dann wollte ich zu einer besseren Schule das Abi in einer guten Schule machen. Dann wechsle ich auch noch auf ein katholisches Mädchengymnasium und habe ein paar Monate später einen runden Bauch. Also ich sage... Damals, das war 1900? Ich weiß nicht, 80 oder was, ich weiß es gar nicht ganz genau. Kam wahrscheinlich nicht so gut an, ne? Dort auf dem Mädcheninternat. Nee, das kam auch gut an. Weißt du, ich, die sich immer verstecken will und die eigentlich kein Selbstvertrauen hatte, die immer unsicher war, die eigentlich sich total ungeliebt gefühlt hat, die ist jetzt voll im Rampenlicht. Alle Schülerinnen gucken auf sie und ich wollte doch immer brav sein und jedem gefallen und allem genügen. Ne? Mhm. Und peng, hat das Leben mich genau da rein katapultiert, wo ich eigentlich nicht hin sollte. Okay. Und meine Eltern waren eben gar nicht begeistert davon, wie man sich vorstellen kann, weil meine Mama eigentlich gedacht hat, das ist das Ende ihres Studiums, ihres Lernens, ihres Lebens. Und hat mich kurzerhand rauskatapultiert und hat gesagt, ich bin nicht mehr ihre Tochter. Also das war ein extremer Schnitt damals in meinem Leben. Und du hast vorhin gesagt, du warst in der 10. Klasse. Das zu erleben, ich hatte kein Geld. Ich habe Geld gezählt, weißt du, die Pfennigstücke in meiner Hand und bin damit
zu Penny, Lidl, Aldi und Co. und habe gezählt, kaufe ich mir jetzt Brot, kaufe ich mir jetzt Obst, als ich schwanger war. Und das war so die zweite Begegnung dann wieder mit Armut, oder? Für mich, weil meine Mama einfach gesagt hat, ich habe mir die Suppe eingebrockt, da muss ich sie auch selber auslöffeln und hat das durchgezogen. Also ich bin Taxi gefahren, ich habe gekellnert und ich bin weiter zur Schule gegangen. Wow. Also ich habe nie aufgegeben, ich habe mein Abi gemacht. Das heißt, du hast das Kind irgendwann bekommen und hast das neben der Schule aufgezwert. Wer hat sich denn um den Kleinen, ist es ein Mädchen oder ein Junge geworden? Junge. Ja, und wer hat sich darum gekümmert? Ich habe mir eine Tagesmama geleistet, weil ich niemanden hatte, also wirklich niemanden. Und bin dann in den Pausen immer schnell nach Hause gerannt, um das Baby zu stillen, weil ich kein Geld hatte für irgendwelche Milch oder keine Trocken, also keine Pulver, Milchpulver. Und ich war extrem einsam und habe mich natürlich von Gott und der Welt extrem im Stich gelassen gefühlt. Nur meine Mama hat früher mal zu mir gesagt, ich bin Sonntagskind. Danach habe ich mich überhaupt nicht mehr gefühlt. Okay. Und lass mich raten, der Papa, der war auch dann nicht mehr da, oder? Doch, der war noch da. Der war noch da und hat sein Bestes versucht, aber da er ja politischer Flüchtling war, weißt du, und hat Asyl beantragt, konnte kein Deutsch, hatte keine Arbeit, hat aber auch Hilfsjobs gemacht. Also wir haben schon versucht, unser Bestes, ne, dann auch zu geben, aber ich habe halt nicht... Gibt es den heute noch? Nein, er ist gestorben. Mhm. Er ist okay. Gestorben. Klingt alles nach nicht so einem einfachen Start ins Leben, ne? Das heißt... Ich sehe dich jetzt gerade als junge Frau auf drei Jobs und lernt und hat jetzt das kleine Kind zu Hause. Ja. Das hat mich extrem geprägt und war eine extrem harte Zeit. Vor allem, weil ich immer gehofft habe, ich bekomme von irgendwoher Hilfe. Es muss doch jemand sein. Aber außer der Caritas, die mir dann die Babykleidung gegeben hat und den Kinderwagen überhaupt, habe ich von nirgendwo mehr irgendeine Hilfe bekommen. Und das war so der Impuls für mich, du musst stark sein und du musst durchhalten, das hilft alles nichts. Ne? Und ich habe also mein Abi gemacht, nicht mehr so mit einer brillanten Note, wie ich vorher war oder gehofft hatte, aber ich habe es gemacht und habe auch dann weit studiert, also ich habe auch mein Studium beendet. Ja, ich habe danach studiert und da war eigentlich, weißt du, so meine Zeit, wo ich dachte, doch, wenn man wirklich will, dann packt man es. Also wenn man wirklich, wirklich durchhält, dann geht das auch irgendwie. Mhm. Aber die Wunden waren natürlich da. Klar. Was hast du studiert damals? Was für ein Fach? Linguistik hatte ich studiert und bin dann hinterher zur FH nach Köln und habe Übersetzerin gemacht, wow. Übersetzerin, Dolmetscherin. Okay. Weil ich einfach mein Steckenpferd sind oder war. Ja, und was ist dann passiert? Ja, der Studienzeit. Dann begann eigentlich, dass ich so innerlich auf der Suche war. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass das Leben so extrem hart ist. Und dass das Leben einfach auch nichts so Schönes oder Freudiges für mich bereithält. Und dann hatte ich so ein paar Erlebnisse, wo ich, weißt du, für mich irgendwie Gott gefunden habe. Das klingt jetzt zwar so hochgestochen, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich habe trotzdem Hilfe, wenn auch keine physische, aber eine innere Hilfe ist irgendwie da gewesen. Und da saß ich eines Tages bei meinem Friseur, habe eine Zeitung aufgeschlagen und habe so einen Bericht gelesen über, weißt du, so spirituelle Arbeit und so dieses innere zu sich finden mit einer Frau aus England. Mhm. Und da war ich so Feuer und Flamme und habe mich mit ihr in Kontakt, hast du angerufen in England? Hier ist auch eine in Deutschland. Das Wort fehlte jetzt. Und da begann eigentlich so mein Leben als Coach, weil ich durch diese Zeit, wo das so schwer war, extrem feindselig geworden bin. Ich hatte ja einen extremen Panzer um mich herum. Und ich habe immer geschaut, wie sind die Menschen, weißt du, damit sie mir nicht wieder wehtun. Mhm. Und dadurch habe ich eine unheimliche Feinfühligkeit entwickelt auf Energien von anderen Menschen. Wow. Und dann bin ich einfach mit dieser Frau, also das so in Kurzdurchlauf zumindest, in Kontakt gekommen und habe sehr viele Jahre für sie die Seminare übersetzt.
gratis. Und bin dann auch in der Schweiz herumgefahren, ne, auch mit ihr, und habe enorm viel gelernt über Gesetzmäßigkeit, universelle Gesetze, Energien. Und sie war dann meine Mentorin. Wow. Und da begann eigentlich so meine Zeit, etwas mehr nach vorne zu kommen und auch so ins Rampenlicht zu kommen. Ah, das heißt, du durftest dann irgendwann auch vorne sprechen? Ja, das, sie, wie es halt immer so ist, du, vielleicht kennst du das ja, da wurde sie krank und dann hat sie gesagt, Gabi, ich kann jetzt nicht kommen aus England, jetzt musst du das machen. Und ich schweiß, nein, ich kann das nicht. Ja. Und so begann das an, dass ich auch vorne sprechen durfte. Ja. Und du konntest das? Ich konnte das, also ich musste können. Plötzlich musste können, der berühmte Sprung ins Wasser beziehungsweise ins Wasser geworfen zu werden, begann. Aber das waren viele, viele Jahre. Ja, das heißt, warst du damals so etwas wie eine spirituelle Lehrerin oder wie kann man das beschreiben? Ja, ja, das war ich in der, ja. Bist, also ich habe da noch. Bist du immer noch? Bin ich immer noch. Also ich war es einige Zeit nicht, weil ich auch irgendwie, ja, geflüchtet bin vor all dem. Das hat sich dann sehr kommerzialisiert, ja, alles. Und so ein Fast-Food-Spiritualismus ist dann entstanden. Ich will also ganz schnell das und das können. Ich will ganz schnell Energien sehen. Ich will ganz schnell die Aura sehen. Und irgendwann wurde mir das zu viel, weil ich immer in meinen Seminaren von Persönlichkeitsentwicklung geredet habe. Und das wollte irgendwie keiner wissen. Mhm. Ja, die wollten dann auch schnell. Die Schnelle. Ja, ja, das machen, und dann bin ich zwischendurch abgetaucht, aber jetzt mach ich das wieder und bin auch sehr dankbar, dass ich überhaupt diese Gabe im Grunde noch habe. Du hast mal bei einem Seminar bei mir erzählt, du warst dann auch richtig bekannt, ne, in der Schweiz. Ja, das ist richtig. Durch diese Lehrerin, die eben vor mehr als 20 Jahren diesen Zweig in der Schweiz aufgebaut hat, durch den Heilerverband, da ist die Schweiz Deutschland etwas weiter voraus. Und ich dort mitgezogen bin, bin ich dann durch sie und dann auch alleine wirklich recht bekannt geworden. Mhm. Also das Name war da ein Begriff. Ich habe sehr viele öffentliche Veranstaltungen gemacht. Also das Demonstration hat man das genannt, in dem ich bei anderen was gesehen habe oder ihnen ich etwas erklärt habe und auch durch den Seminar. Also ich habe sehr viele Ausbildungen gemacht, sehr viele Seminare. Wird man da nicht als Mensch irgendwann wirklich so... kommt man da nicht in so eine Art Guru-Status bei den Leuten? Hattest du den? Bei den Leuten hatte ich den Guru-Status, das ist so, und das mochte ich gar nicht. Also wenn jemand mir nahe gekommen ist in dieser Hinsicht, bin ich gleich wieder geflüchtet. Aber trotzdem, das Merkwürdige dabei ist, ich habe mich selber nie so gesehen. Also ich habe mich nie so gefühlt. Ich habe eigentlich nie gedacht, ich kann wirklich etwas. Nur weißt du, das so unsichtbar war das Ganze, dass ich das für mich eigentlich nie als das bezeichnet habe. Und ich habe immer gedacht, was wollen die eigentlich von mir? Ich kann doch gar nichts. Ja. Ne? Guru heißt übersetzt ja auch nichts anderes als Lehrer. Ne? Guru ist Lehrer. Ja. Ja. Okay. Ja. Und dann wurde dir das alles zu kommerziell. Das heißt, diese ganze Branche, da hast du irgendwie gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, und die Haltung auch der Menschen war dann eigentlich sehr, sehr, sehr speziell, weil sie nicht in die Tiefe gehen wollten. Ich habe bei dieser Lehrerin mehr als 11 Jahre gelernt. Wow. Und nur dann bin ich quasi auf die Menschheit losgelassen worden. Denn wenn man mal was spürt, heißt das noch lange nicht, dass man das Richtige spürt oder kontinuierlich richtig spürt. Und da wird sehr viel rausgelassen oder abgelassen, was vielleicht oftmals gar nicht so gut ist. Das sitzt dann tief. Weißt du, wenn so ein Guru das sagt, dann sitzt das natürlich noch tiefer, als klar, wenn ein Freund das sagt. Ja, ja, da gibt es Leute, die nehmen das in ihr Leben mit, ne? Klar. Ja, und da ist ganz viel Verantwortung dahinter. Und da hatte ich manchmal auch wirklich Angst vor dieser Verantwortung. Was ist, wenn ich was Falsches sage? Verständlicherweise. Und dann hast du dich erstmal rausgezogen aus dem ganzen Umfeld da? Das war eigentlich diese Zeit, wo ich absolut nicht mehr glücklich war. Ich hatte wirklich alles, also ich habe mir einen guten finanziellen Status aufgebaut, ich bin also runter zur Schweiz, hatte mein tolles Häuschen stehen und hatte ein gutes Leben und war bekannt, also alles war gut. Und trotzdem bin ich depressiv geworden. Und ich habe so vielen Menschen geholfen, was so viele wollten, Termine haben angerufen, und trotzdem war das alles für mich, oh Hilfe, nein.
ich will das alles einfach nicht mehr und bin wirklich richtig depressiv geworden. Da beschreibst du übrigens gerade ein Phänomen, was ganz vielen erfolgreichen Leuten so geht. Ne? Es gibt ja ganz viele Bücher darüber, dass Leute, die gerade die vorne stehen, im Rampenlicht stehen, wenn sie alleine sind, depressiv werden. Ne? Ja, weißt du, auch der Gedanke, dass das ist jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber der Gedanke, ganz dumm, wirklich ganz dumm, aber vielleicht erkennen sich einige darin auch wieder, dass ich oft gedacht habe, was ist, wenn die herausfinden, dass ich gar nicht so gut bin? Hm. Ja, weißt du, so obwohl du so gut warst, ne? Das ist halt dieser... Ja, und das hat mich so niedergedrückt. Das war der Moment, wo ich dann auf die Suche gegangen bin und nichts gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt nur noch Indien. Was sonst? Ja, auf der Suche heißt, du bist auf die Suche gegangen in Europa erstmal nach neuem Input. Genau. Okay. Ja. Und was hast du dann angeguckt? Hare Krishna oder wenn du jetzt sagst Suche, wo bist du hingegangen dann erstmal? Ja, in verschiedene Ashrams bin ich gegangen und auch zu recht bekannten Meistern, aber das war es trotzdem irgendwie nicht. Das war alles Meditieren und Heiligkeit und wunderbare Reden, aber ich saß trotzdem wie Ochs vom Berg. Das heißt, du bist davor auf die Suche zu dir eigentlich gegangen, ne? Und hast es erstmal im Außen gesucht, also Stimulation von außen. Ja, genau. Okay, ja. Und dann bist du nach Indien, hast du gerade gesagt? Ja, ich bin nach Indien, durch ganz Indien gereist, mehrere Monate. Und habe einfach gedacht, unter jedem heiligen Baum sitzt ein heiliger Mann und segnet mich. Also weißt du, ich wollte so diese Energie aufsaugen. Ich habe gedacht, die Berührung, die wird irgendwas in mir auflösen. Man hat ja da auch diese Klischees im Kopf, diese Tempel und alles ist heilig und alles ist wirklich wunderbar und es transformiert dich komplett. Mhm. Mich hat nur die Rauheit transformiert. Ich hatte einen unglaublichen Kulturschock und wusste gar nicht mehr, wo ich war. Ich wollte mich ganz ruhig an den Ganges setzen. Ja, geht nicht, ruhig am Ganges. Genießen und am überall Ganges. Fasst jemand an, weil gerade in dieser Zeit auch noch, was es war eben vor so vielen Jahren, haben die Leute dort das Gefühl gehabt, wenn sie einen weißen Mann anpacken, haben sie auch Glück. Und überall wird man begrapscht und dann kauen sie diese Betelblätter, diese braunen, vielleicht hast du das auch schon gesehen, und kommen ganz nah und keine spucken Zähne, dann gerade abhaft von dir vorbei. Und ich dachte, Himmel, ne, was ist denn das jetzt? Und da war mir zu viel, also stand mir alles bis da, obwohl das sicher alles doch schön war, aber ich habe diese Schönheit nicht gesehen, beziehungsweise ich habe mein Glück da eben nicht gesehen, weil es das nicht war. Und es geht halt auch immer um mich. Ne? Mhm. Weißt du, so dieses, wie fühle ich mich? Mhm. Wie werde ich glücklich? Mhm. Was ist mit dir? Ich habe so viel gemacht und was ist jetzt? Und ich habe nichts für mich und. Also ich habe das aber damals nicht gemerkt, weißt du, dass es nicht geht. Hat es irgendjemand bei dir gemerkt? Hat jemand dich bei dieser Reise irgendwie unterstützt oder warst du da schon wirklich alleine? Ich war mit meinem damaligen Freund, da war ich auf der Reise. Okay. Nur leider ist der wenigstens erleuchtet worden? Bitte? Nein, im Gegenteil, weil der war noch mehr gestresst als ich. Der ist dann psychisch vollkommen runtergesackt und da stand ich da in Indien mit einem, der fast durchdreht und ich sowieso, Hilfe, ich will niemanden mehr sehen. Und da habe ich gedacht, ich muss hier weg. Aber nach Hause ging ja noch nicht, weil Gabi gibt ja nicht auf. Also habe ich beim nächsten kleinen Reisebüro gefragt, wo komme ich von hier hin am allerschnellsten und wusste nicht wohin. Die haben mir einfach das Ticket in die Hand gedrückt, das dann erstmal auch ungültig war, wie das halt so ist, in diesen kleinen Klitschen da. Aber ich bin dann in Kathmandu gelandet. Also wirklich einfach Adlerprinzip, Flugprinzip, dahin. Also du wolltest aus Indien raus, einfach als Backpackerin, ich muss jetzt hier raus, schick mich irgendwo anders hin. Genau. Und Kathmandu ist jetzt wahrscheinlich, ich meine, ich kenne es nicht, aber ich kenne ja viele Länder da, ist jetzt wahrscheinlich nicht der schönste Platz auf der Erde auch, oder? Aber das war mir vollkommen egal, weil in dem Moment habe ich gedacht, alles ist besser als das, wo
worin ich, als das, worin ich war. Ja, ich habe es einfach nicht gefunden. Das ist schon merkwürdig, aber das musste wohl so sein. Also es musste definitiv so sein. Und dann bin ich halt in Kathmandu gelandet, abends. Ich erinnere mich noch, überall so kleine Menschen waren da, überall nur irgendwelche kleinen Hütten und Häuser, eine ganz andere Welt, eine komplett andere Welt ist das gewesen. Und dann habe ich gedacht, ich finde jetzt etwas Ruhe in den Klöstern und meditiere dann mit den Mönchen und finde dann meinen inneren Frieden. War da, welche Religion gibt es da in Nepal? Was, da gibt es doch diese Männer, wie heißen die denn nochmal? Diese Lach. Ja, Sadhus. Genau. Sadhus, ja genau. Ja, Sadhus. Also Hinduismus hauptsächlich und Buddhismus. Okay. Und du bist dann dort aber weiter auf die Suche gegangen. Eigentlich getrieben so ein bisschen, ne? Also so getrieben nach, es muss doch für mich irgendwas geben. Ja, genau. Weil ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was, spinne ich jetzt oder was? Das gibt's doch nicht. Wo soll ich denn jetzt noch hin? Ja, aber du hast vorher noch, da muss ich eine Sache fragen. Ich erlebe das übrigens bei einigen, die so auf dieser getriebenen Suche sind, weil du von deinem Freund oder Ex-Freund gesprochen hast. Ja. Da gibt es wirklich einige, die hängen bleiben, ne? Die auf der Suche irgendwann komplett abdriften. Ja, die bleiben dann da halt irgendwo hängen, weil sie das Glück eben in diesem Außen suchen und jemand kommt und spricht mich jetzt selig. Ja, das war es wirklich, das hast du jetzt gut ausgedrückt. Ne? Dieses, weißt du, ich werde jetzt berührt oder ich werde jetzt gesegnet und dann macht sich ein Tor auf. und da habe ich es dann gefunden. Und diese Enttäuschung auch natürlich. Ne? Weißt du, dass ich, die mit den ganzen Energien ja gearbeitet hat, also ich war ja quasi vom Fach. Ja. Dass ich das nicht gefunden habe und dass ich da mit dieser rauen Realität, noch weißt du, von Exkrementen, von spuckenden Männern, haarscharf an deiner Nase vorbei und all dem so konfrontiert bin, ich habe gedacht, was ist bloß los? Was mache ich falsch? Dass das nicht funktioniert und diese Leere einfach geblieben ist. Ich erinnere mich, wie ich in diesen Klöstern war und da war gerade so eine Meditationsgruppe und ich kam rein. Und dann sagte der Lama zu den anderen, ist sie schön? Und ich, wer? Er kann ja unmöglich mich meinen, er kennt mich ja gar nicht. Ne? Und ich bin an so vielem vorbeigelaufen, weil ich mich weder schön gefunden habe, noch klug, noch irgendwie, als dass ich irgendwas kann. Das hat mich wirklich mein Leben lang, diese Unsicherheit begleitet. Und so bin ich eigentlich immer daran vorbeigelaufen. Im Grunde habe ich irgendwo angeklopft. Die Tür wurde aufgemacht und ich stand immer noch vor der verschlossenen Tür, weil ich gar nicht gemerkt habe, was um mich herum passiert ist. Ich hatte gar keine Erwartungen im Kopf. Tolles Bild. Im Nachgang, bei dem, was du natürlich als Kind so erlebt hast, das ist natürlich bei dir jetzt auch, wie du das beschrieben hast, das Verhältnis zu deiner Mama, der Druck, dann die Oma, da stellt man sich natürlich auch Fragen übers Leben, ne? Wer bin ich? Wo will ich wirklich hin? Und du konntest deine eigene Schönheit wahrscheinlich gar nicht sehen. Nein, überhaupt gar nicht. Nein. Was ist dann also passiert in Nepal? Und deshalb habe ich auch, weißt du, so vieles, was auf mich zugekommen ist, immer anders gedeutet. Wo ich gedacht habe, jetzt sehe ich doch die Sadhus und habe mich lange mit ihnen unterhalten, auch wenn sie nicht immer ganz so aufnahmebereit waren, weil sie so vollgekippt waren, aber sie hatten schon eine ganz besondere Energie und ich habe mir das schon auch alles angehört, aber nur als ich mich verirrt habe und rumgelaufen bin und plötzlich irgendwo gelandet bin, wo ich überhaupt nicht mehr wusste, wo ich war, eben in den Slums, da plötzlich, wo wirklich absoluter Dreck war, nur nicht das schöne Goldene der Klöster, da ganz komisch, in dieser Sekunde hat mein Herz aufgemacht. Wow. Ne, und das war so speziell, weil ich weder extrem kinderlieb war vorher, also das normale Programm halt, ne, aber ich weiß nicht so besonders, dass ich jetzt so unheimlich, ich möchte Menschen helfen, ich möchte aus irgendwas ausholen oder weiterbringen. Ne, das war alles in dem Sinne jetzt nicht da. Okay. Ich habe eigentlich immer nachgesucht, eine wunderbare spirituelle Lehrerin zu sein, aber wahrscheinlich nur meiner selbst will. Ne? Was das hat
sehr viel später erkannt. Da, wenn mir das jemand damals gesagt hätte, wäre ich beleidigt gewesen. Da hätte ich gesagt, wie, was erzählst du? Ich bin Tag und Nacht hier für Menschen da und coache sie. Mhm. Ja, was erzählst du mir hier überhaupt? Aber das war das, schon... Dass es um das große Zurückgeben geht, das, so weit warst du damals einfach noch nicht. Ne? Damals war ich wirklich nicht so weit. Und da plötzlich sehe ich, war elend und fühle mich wohl. Mhm. Hol uns mal in Zeitlupe in dieses Bild. Also du stehst da in diesem Slum, da ist alles dreckig und du hast gesagt, dann ist mein Herz irgendwie aufgegangen. War das in dem Moment wirklich so, Tor und Tür öffnet sich oder war das ein Gefühl? Konntest du das genießen? Wie war das? Das war's. Also jetzt noch, nur der fehlt, ich kriege Gänsehaut auch voll, also nach diesen vielen Jahren. Die Umgebung, also physisch gesehen, alles um mich herum war katastrophal, es stank, fast überall sind da auch Tierkadaver, die Slums sind immer dort, wo man auch die Wasserbüffel schlachtet, also ein elender Gestank, gerade im Sommer. Mhm. Und trotz alledem war das wie so ein Leuchtturm, so ein Fokus auf drei kleine Jungs, obwohl überall auch andere Kinder rumgerannt sind und viel Elend da ist, aber das war so wie ein Laserstrahl auf drei Jungs, die da saßen. Und die sind eben nicht herumgelaufen wie die anderen. Viele sagen ja dann Money, Penny was haben sie, habe ich jetzt schon vergessen, Kugelschreiber wollen sie dann haben. Ne? Aber die haben nichts gesagt und saßen da nur vollkommen verschämt und fast entschuldigend. Ich will doch gar nicht hier sitzen, ich will doch gar nicht hier betten. Und das hat mir das Herz gebrochen, das hat mich so berührt und das hat so aufgemacht, dass die da, weißt du, noch nicht mal richtig die Hand ausgestreckt haben, sondern nur so ganz zart, dass ich dann zu ihnen hingegangen bin und sofort mein Herz an sie verloren habe. Krass. Mhm. Sowas wie Fügung, ne? Ja, sofort, ja. Das war definitiv Fügung an dem Tag, zu dem Zeitpunkt, in dieser Sekunde, kann man quasi sagen. Und das ist der Moment gewesen, wo sich dein ganzes Leben verändert hat? Das heißt, kann man so sagen? Das kann man schon so sagen. Ja, das ist in der zeitlichen Folge natürlich auch noch mit etwas Lücken dazwischen gewesen, weil ich dann zurück ins Hotel gegangen bin und wie Menschen eben denken gedacht habe, das tut mir extrem leid, das tut mir so leid, aber das kann ich schon machen. Die kleine Gabi von damals. Mhm. Ich war ja immer noch auch in diesem Bild des Opfers im Grunde von damals. Ich war doch selber eine arme Socke, habe ich noch gedacht. Ne? Mhm. Also zumindest jetzt innerlich. Ja. Was kann ich tun und was kann ich auch in einem anderen Land tun? Und verändern kann ich damit sowieso nichts. Ob die drei jetzt zu essen bekommen oder nicht, ne, könnte man ja auch denken, so what? Das verändert jetzt nicht die Welt. Aber es hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und das war eine unglaubliche, weitere treibende Kraft. Das heißt, du bist ins Hotel zurückgegangen erstmal. Das ist ja genau der Prozess, der jetzt so wichtig ist, von dem auch, glaube ich, viele was lernen können. Du kommst jetzt in so ein Hotel zurück, da ist plötzlich deine Welt wieder. Da ist eine Bar, da ist mein Bett, da ist eine Dusche, all das, was die nicht haben. Und du hast es gerade so schön gesagt, in dem Moment kann man natürlich auch sehr schnell in die alte Welt zurückgehen. Ne? Das ist meine Welt, das ist deren Welt. Wie hast du denn dann diesen nächsten Schritt gegangen, oder wie bist du den Schritt gegangen, zu sagen, nein, ich muss jetzt hier was machen. Nicht kann, sondern muss. Da will ich mich gar nicht so beweihräuchern, denn das kam nicht im Hotel oder das kam jetzt wirklich nicht über Nacht. Also es war wirklich so, ich war dann noch in meinem schönen Bettchen und habe meinen Drink geschlürft und ein tolles Abendessen gehabt und es tat mir natürlich alles ganz schrecklich leid, aber ich war weit davon entfernt, zu sagen, weil ich auch gar nicht wusste überhaupt, was ich tun könnte. Das kam, weil ich am nächsten Tag diesen Drang hatte, ich muss sie noch mal sehen. Ich wusste nicht warum, weil ich habe ja doch nichts ändern können, aber ich musste sie noch mal sehen und war ganz aufgeregt, ob ich sie dort auch noch mal finden würde an dieser Stelle, ob sie überhaupt da sitzen würden, weil sie ja auch immer weiterziehen, die bettelnden Kinder. Und dann habe ich schon von Weitem gesehen, dass sie dort saßen. Genau, und die drei, ganz genau. Und ich habe aber auch schon von Weitem gesehen, dass irgendwas nicht stimmte. Oder das Gefühl war es vielleicht auch nur. Aber ich habe gedacht, irgendetwas ist anders. Und da habe ich gesehen, dass der Kleinste regungslos auf dem Boden lag.
Und das hat in mir Blitze ausgelöst. Ich habe gedacht, nur weil du in deinem tollen Hotel gesessen hast, dich als mickriges Nichts gefühlt hast, was kann ich schon verändern, ist dieser Junge jetzt gestorben. Wow. Nur weil ich nicht gehandelt habe, ist dieser Junge jetzt gestorben. Das heißt, du hast dir die Verantwortung dafür gegeben in dem Moment. Ja, ja. Und das war die Zündung, wo ich wirklich keuchend dahin gerannt bin, um zu gucken, mein Gott, was ist passiert? Ist jetzt dein Leben zu Ende, dieses kleine Leben? Der war knapp ein Jahr alt. Und wie ich gesehen habe, Gott sei Dank, der war nur krank und hat dahin vegetiert, aber er hat erlebt. Aber das Moment, wo ich gesagt habe, jetzt keine Entschuldigung mehr, no excuses, jetzt muss ich was machen und habe an nichts anderes mehr gedacht. Nicht mehr, kann ich nicht mehr, wie soll ich das überhaupt machen, wie soll ich das organisatorisch überhaupt auf die Beine stellen oder finanziell. Nein, es war nur noch, wie man zum Beispiel eigene Kinder rettet, wo man ja auch eine Wahl hat. Ja, man wird zur Löwenmama, ne? Ganz genau. Und das war der Moment, wo dann alles anders war. Das heißt, an dem Moment, wo diese Löwenmama-Energie auch in Kraft gekommen ist, dann ist auch die Türe zu, oder? Dann kann ich da gar nicht mehr zurück. Nein. Und das war eben der Moment, wo ich noch mehr realisiert hatte, es geht nicht um mich. Nur dieses immer, oh, wie fühlst du dich? Geht's dir jetzt gut? Bist du motiviert? Denkst du positiv? Ja, von wegen. Es geht nicht um mich. Es geht um andere. Oder es geht um andere mit mir vielleicht. Krass. Das vielleicht. Aber dieses ewige um dich herumzirkt. Ja. Dennoch musstest du ja wahrscheinlich, oder musstest du nicht, aber du bist ja wahrscheinlich irgendwann auch mal wieder dann zurückgeflogen. Oder wie hast du dann vor Ort dort weitergemacht? Ja, also ich... Es ist eine unheimlich lange Geschichte, über die man wahrscheinlich Stunden reden könnte. Aber diese Kurzform ist auch da. Ja, ich habe erstmal gehandelt. Ich habe nach einem Heim oder nach einer Unterbringungsmöglichkeit erstmal für sie gesucht. Ich habe gedacht, ich habe ja keine Möglichkeit, sie mitzunehmen. Und ich weiß auch nicht, wohin ich sie jetzt tun könnte. Der Gedanke also war auch da. Du nimmst die einfach mit. Ja. Was soll ich jetzt machen? Und dann habe ich erstmal nach einer Organisation gesucht, also nach einem Heim gesucht, die sich um Straßenkinder kümmert, nur um sie dann auf diesem Wege auch erstmal zu unterstützen. Aber das war alles total Schuss in den Ofen, weil sie mitgenommen haben ihnen ein neues T-Shirt gegeben und nach einer Stunde saßen sie dann wieder auf der Straße. Und das ist verschiedenartig so gelaufen. Auch in einem anderen Kinderheim, weil da auch sehr viel Missbrauch gerade in dieser Zeit früher auch gelaufen ist. Und die ich wieder getroffen habe, nach ein paar Tagen in ihrem Kot und allem gefunden habe und habe gedacht, ja, was soll ich jetzt machen? Also ich muss selber was machen, es geht nicht anders. Und das ist dann eigentlich die Basis gewesen von dem, dass ich gesagt habe, ich muss es machen. Also nicht nur, dass ich sie von der Straße geholt habe, sondern ich muss jetzt auch wirklich was aufbauen für sie, wo sie leben können. Ja, das klingt jetzt erstmal einfacher, als es ist. Ich muss jetzt hier was aufbauen. Ich meine, du bist mit dem deutschen Pass in Nepal. Ich glaube, die Lokalen, natürlich die Straßenkinder freuen sich, aber die erwachsenen Nepalesen, weiß ich gar nicht, ob die das so witzig finden, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich rette jetzt euch mal hier die Straßenkinder. Ich erlebe das ja oft durch die Fliegerei, das kann auch ins Gegenteil kommen. Ne? Wir haben ja auch bei der Lufthansa gibt es die Help Alliance, die haben Kinderheime, die dort mit aufgebaut werden. Oft ist es so, dass die lokalen Leute die finden das überhaupt nicht mal gut. Das ist so, das ist so. Erstaunlicherweise, aber das ist so. Und viele können sich das ja gar nicht vorstellen, weil dieser Gedanke ja dabei ist, ja natürlich, die sind dankbar dafür. Nein, nein. Die Nepalesen haben auch diesen Glaubenssatz, dass aufgrund des Karmas das so verdient ist. Und sie gucken noch nicht mal zur Seite, wenn sie all diese Armen, all diese Kinder sehen. Und wenn jemand helfen will, dann halten sie sie eigentlich eher für verrückt. Was soll das Ganze? Na, dass du die jetzt da von der Straße holst. Ja, und was hast du dann gemacht? Bist du dann, weil du alleine kannst du das ja gar nicht machen. Auch dein Projekt jetzt kannst du nicht komplett alleine machen. Du bist dann zurück und hast angefangen zu trommeln oder wie kann ich mir das vorstellen?
Da sagst du was wirklich sehr Schönes, weil das ist schon so, egal was man kann oder egal wie stark man ist, man schafft es nie allein. Das denke ich, ist ein ganz großer Satz, den ich mir auch gemerkt habe, obwohl ich alles immer alleine wollte. Ja, aber du brauchst einfach gute Seelen, die dich auf dem Weg leiten. Und habe ich dann auch vereinzelt gefunden. Die sind dann auch wieder abgesprungen, weil es dann viel zu kompliziert geworden ist, weißt du, das auch so durchzuziehen, weil auf Straßenkinder sehr schwer zu handeln sind. Und dann habe ich ein Kinderheim gefunden, in dem ich sie unterbringen wollte, aber dann wollten sie mehr Geld haben. Also das ist sehr unschön alles geworden. Dann saß ich dann 2 Wochen auf der Polizei, dann haben sie mir die Pässe abgenommen, weil sie gesagt haben, ich habe Kinder entführt, was wow. ich ja gar nicht gemacht habe, um mich dann zu zwingen, mit ihnen weiter zu verhandeln. Also es ist eine unheimlich riesige Story geworden. Und ich habe immer wieder gehört von anderen, warum kümmerst du dich eigentlich darum? Mhm. Erstens gibt es tausende von Straßenkindern. Wenn du jetzt die nicht kriegst, dann such dir irgendwelche anderen aus oder flieg einfach wieder nach Hause und hab ein schönes Leben. Mhm. Und dennoch habe ich gesagt, ich habe A gesagt, ich habe diesen Kindern einmal Hoffnung gegeben, dann kann ich das jetzt nicht wieder in Luft auflösen lassen. Das war irgendein Grundsatz von mir, wo ich dachte, das kannst du nicht machen. Und da habe ich sehr, sehr gesucht, um Gleichgesinnte zu finden, wenn auch nur für kurze Strecken. Aber da gab es dann doch den einen oder anderen, der sich bereit erklärt hat, zum Beispiel der Fotohändler, wo ich eine Fotokamera gekauft habe. Er kam dann mit und der hat mir dann etwas geholfen und hat dann verhandelt, auch auf der Polizei. Wow. Das war also ziemlich heftig, ne? Auf und, nepalesischen Polizeistation. Und jetzt heute hast du wie viele Kinder in den Heimen, oder habt ihr dann selber ein Heim gebaut oder habt ihr die bestehenden Heime genutzt oder habt ihr selber gebaut? Jetzt haben wir selber gebaut. Am Anfang war das so, dass ich einfach ein Haus gebraucht habe und ja auch nicht wusste, wo. Und ich wusste ja, auch weil Kathmandu ist groß, ja. Ja, ich habe keine Ahnung, aber auch da, Tony Robbins nennt das, from a point of indefinite certainty, ne, wenn er dann so hier zeigt. Und früher habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Und das war für mich die Lösung, dieser Satz. Dass ich so überzeugt war innerlich, ich mache das und egal wie, ich finde was, dass ich dann auch im Suchprinzip, ach, ich gehe jetzt mal in diese Gegend, rein gefühlsmäßig, frage jedes Haus, ob sie das Haus vermieten würden. Und so habe ich dann am Anfang ein Haus gemietet. Also wirklich von heute auf morgen Matratzen gekauft, Betten gekauft, zack, ratzfatz. Und dann sind die Kinder da reingeholt. Eingezogen. Ja, ja, das klingt genau. Natürlich jetzt auch, wir müssen natürlich immer aufpassen, dass wir sowas nicht romantisch verklären, ne? So, oh, jetzt wohnt sie da mit den Kindern und alles ist gut. Das sind ja Straßenkinder, die kommen aus einer komplett A, für dich fremde Kultur, B, aber sind sie auch in diesem System, Systeme versuchen sich selbst zu erhalten und da sind die ja drin gewesen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Es ist wirklich eine verdammt schwere Arbeit. Das ist absolut so. Da ist nichts mehr mit Romantik. Absolut nichts mehr mit Romantik. Und selbst das Gefühl, zum Beispiel Gutes zu tun, kann dir auf dem Weg verloren gehen. Ne? Weil so raue Sitten herrschen, ne? die Kinder haben anfangs oder mehrere Jahre sogar durch diese Gepflogenheiten auf der Straße ins Bett gemacht, aber nicht nur Pipi, ne, sondern das volle Klar. Programm. Und weißt du, wenn du das dann immer wegputzen musst. Die kannten es ja nicht anders, ne? Das ist, und einfach auch die Art, wie sie miteinander umgehen, da ist natürlich sehr viel Aggressivität mit dabei, da ist sehr viel Gewalt mit dabei. Und da kann es schon mal sein, dass derjenige dann steht. Bei mir war das komischerweise nie so, aber dass man dann da steht und denkt, ach du Scheiße, was habe ich mir jetzt hier eingebrockt? Ne? Also es ist überhaupt nicht romantisch, weil man in sehr, sehr, sehr vielen Fällen noch nicht mal ein Dankeschön dafür bekommt. Und da merkt man auch, weißt du, was wahres Dienen ist. Absolut eine Selbstzweck. Ich habe Dimensionen kennengelernt, die sind für mich der Wahnsinn gewesen. Die Menschen haben, diese Kinder haben das Große losgezogen, dass ich sie gefunden habe. Weißt du, Tobi, ich habe das Große losgezogen.
Ich habe es, auch wenn es extrem, extrem hart war. Weil, sie dir jetzt, so weil du jetzt so viel für dich zurückbekommen hast? Noch nicht mal das, weil du bekommst oft nicht viel zurück. Aber du bist weißt, erfüllt jetzt. Dass du das Beste gegeben hast und unheimlich erfüllt bist dadurch, auch wenn derjenige nicht Danke sagen kann, auch wenn er keine Dankbarkeit zeigen kann, aber du weißt, dass du ihm ein Stück des Weges was geben konntest oder in irgendeiner Weise auch helfen konntest. Und du hast deine Lebensaufgabe gefunden, ne? All das, nachdem du vorher im Außen gesucht hast, ist plötzlich da in deinen Händen. Du hast selber dafür Verantwortung übernommen, ne? Für dein Glück. Ja. Das, also diese Aktivität darin oder diese Verantwortung auch für sein eigenes Leben, das hat eine ganz, ganz spezielle Komponente. Weißt du nicht, das Leben ist jetzt so scheiße zu mir und der liebe Gott, der gibt mir jetzt nicht, dass ich habe so hart dafür gearbeitet. Oder auch der andere Satz, den ich ja oft gehört habe, Mensch, Gabi, du machst so viel Gutes. Warum passiert dir sowas schwer? Ne? Weil der Weg in diesen 18 Jahren, der war teilweise so auch viele Angriffe, viele Attacken, klar, so von den Rebellen wie auch von Menschen, die das nicht so gut heißen, sowohl in Nepal wie auch in hier. Und da war es, weißt du, so durchzuhalten und das eigene innerlich für sich zu finden, doch, ich mache das, weil es meine Berufung ist oder weil es mein Funke ist, da bin ich unheimlich daran gewachsen. Ne, ja, das Spannende ist, dass du, glaube ich, gar nicht weißt oder einschätzen kannst, was für ein Vorbild du für Leute dadurch bist. Ne? Weil du machst es ja einfach nur, weil du das machst, weil es deine Aufgabe ist. Ne? Also wenn ich so in meinem Umfeld umgucke, ne, da ist es schon ja auch so, dass jetzt Leute sagen, ja, die Gabi, das unterstützen wir jetzt. Das ist, sie steht wirklich dafür ein und du lebst das Ganze halt auch. Ne? Das heißt, jetzt heute, 2017, sind wie viele Kinder jetzt unter deiner Hand, unter deiner Obhut? Also 200 sind es in den Heimen, also in zwei Kinderheimen. Wie gesagt, wir haben gebaut, ein sehr schönes Heim, für das wir auch den Architekturpreis gewonnen haben, für Südostasien übrigens, ja. Und dann noch 400 Kinder in Schulen, also die Schulgebühren bezahlt bekommen oder die Schulmaterial bezahlt bekommen, weil sie nicht zur Schule gehen können. Selbst das fehlt eigentlich. Und dann ungefähr noch 200 junge Erwachsene oder junge Mütter, die zwangsverheiratet wurden oder die in Kinder heiraten, noch sehr, sehr, sehr früh ihr Unglück gefunden haben. Also es sind rund 400-500 Menschen insgesamt, die ich jeden Tag ernähren muss. Wie machst du das denn? Ich habe direkt zwei Fragen. Die eine ist, wie machst du das emotional mit dem Druck, dass du weißt, okay, die sind jetzt ja doch von dem, was du jetzt tust, abhängig? Wie gehst du damit um? Ja, manchmal sehr schwer, es geht aber immer besser. Wenn ich krank bin, ist es sehr schwer, weil ich schon zweimal wirklich fast gestorben bin. Und da waren die Mitarbeiter dann sehr, sehr in Aufregung, weil sie gesagt haben, sie haben nur noch Angst, was passiert jetzt ohne mich. Aber ich arbeite sehr stark daran, dass Hilfe zur Selbsthilfe für sie möglich ist, also dass sie es selber packen auch. Und da haben wir übrigens auch weder Freiwillige noch irgendwelche ausländischen Mitarbeiter, wir haben alles nur Einheimische, damit sie es wirklich alleine schaffen können. Also das ist extra so, dass da kein deutscher Lehrer mal hingeht oder so, sondern Damit sie es wirklich selber machen können und selber auch dieses Empowerment, diese Kraft in sich auch spüren, dass nicht wir daherkommen und sagen, mach das so und mach das so. Sie müssen es einfach auf ihre Art auch bekommen. Aber diese Verantwortung ist definitiv einfach auch da und wird, glaube ich, sehr von dieser Liebe zu den Menschen getragen. Ansonsten wäre ich schon längst zusammengebrochen. Die zweite wichtige Frage, die ich habe, ist, wenn du jetzt zu Hause bist, jetzt gerade bist du in Deutschland, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du gerade in Nepal. Wenn du jetzt zu Hause bist und du drückst dir einfach mal einen Kaffee aus der Maschine oder sitzt vielleicht auch mal auf dem Sofa und genießt das, was du da hast, kannst du das? Hast du dann konstant ein schlechtes Gewissen? Ich kann es nicht. Nummer eins. Ich bin ein
absoluter Workaholic. Ich bin fast 24 Stunden im Dienst. Mhm. Ne, und ich auch weg bin, eben über WhatsApp, über Telefon, ne, ist immer irgendwas, was nötig ist in der Kommunikation. Und ich bin nicht der Typ dazu, was mich aufs Sofa zu setzen. Das ist auch ein bisschen extrem. Also ich muss es lernen. Ja, ne? Auch um deine Kraft zu schonen, damit du es noch 30, 40 Jahre machen kannst. Ja. Ich muss es lernen und die Umstellung braucht sehr lange. Also ich habe auch hier immer wieder einen Kulturschock. Mhm. Ne, wenn ich komme zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, ich weiß dann plötzlich nicht mehr, wie ich die Ticketautomaten bedienen muss. Und man hat einfach ganz andere Reize nur dort, beziehungsweise viel weniger auch Reiz. Aber nehmen wir mal dieses Beispiel mit der Kaffeemaschine. Du, da ist das ein Riesending, einfach einen Kaffee zu bekommen. Ja, und hier drückst du drauf. In dem Moment kannst du das denn genießen für dich, noch so das, was du jetzt hier in Deutschland hast? Ja, eben nicht so sehr, weil ich ständig mit den Gedanken drüben bin. Eine faire Antwort. Also es ist wirklich die Mutter sein. Für alle die sich das jetzt anhören und sagen, Mensch, also der Gabi, A, vertraue ich ihr, B, möchte ich ihr wirklich helfen. Ich möchte da etwas dazu tun, zumindest in meinem Maße. Wie können die Menschen dich am besten erreichen? Ihr habt eine Webseite, das weiß ich. www.happychildren.de, toll. Das machen wir schon mal unten in die Shownotes rein. Da wird es bestimmt auch ein paar Bilder geben oder irgendwas, wo die Menschen Eindrücke bekommen können. Ja, die wird jetzt im Moment überarbeitet, weil sie wirklich sehr oldschool ist. Aber da kann man kleine Eindrücke schon bekommen. Einfach melden, einfach schreiben, E-Mailen, ist das Beste. Okay, und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich da wirklich auch monetär beteiligen, ich möchte euch gerne was spenden, das steht auch auf der Webseite oder können wir das Spendenkonto einfach unten in die Shownotes auch machen? Also es steht alles auf der Webseite, die Bankverbindung, alles da. Schön. War ein ganz tolles Interview mit dir. Ich möchte dennoch ganz am Ende mit dir eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen, die ich mit all meinen Interviewgästen mache, vom Profischwimmer bis zur spirituellen Lehrerin oder eben dir, die jetzt wirklich ihr Herz und ihre Kraft zurückgibt an Kinder. Und die erste Frage lautet, was bedeutet für dich bei all dem, was du jetzt gesehen hast, bei all deiner Reise, deiner persönlichen und durch die Welt, Freiheit? Freiheit bedeutet für mich, so viel tun zu können, Gutes tun zu können für andere, wie nur irgendwie möglich, um das Leben anderer Menschen tagtäglich wirklich zu berühren. Und zwar nicht in großen Dingen, sondern auch wirklich so in kleinen Dingen. Und das bedeutet für mich Freiheit, so stark zu sein oder wirklich so in dieser Lage zu sein, kräftemäßig, finanziell, um das bewirken zu können. Geld ist ein sehr wichtiges Hilfsmittel. Persönlich wachse ich, indem ich? Indem ich in letzter Zeit, also wenn es jetzt aktuell ist, sehr viele Seminare besuche. Ich tingle jetzt ziemlich viel hin und her, USA, Nepal und Deutschland. Aber hauptsächlich für mich ist Wachsen durch Herausforderungen. Der schönste Ort. Durch Herausforderungen. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Nepal. Und Deutschland wird in den nächsten 10 Jahren? Sicher einige Erschütterungen erleben, weil wir kollektiv erwachsen werden. Und das wird ganz neue Gedanken bei den Menschen hervorrufen, vielleicht müssen. Und dadurch wird sich sicher sehr vieles verändern, berufstechnisch, vom Bewusstsein her und auch von den Gedanken der Menschen. Wir sind alle eins. Und nicht nur meine Familie, meine Freunde, meine Stadt, mein Land, meine Religion, sondern wir sind alle eins. Und ich glaube, das wird viel mehr zusammenrücken durch die nächsten Zeiten oder die nächsten 10 Jahre. Wow,
Ich denke, das ist auch ein tolles Endstatement für diese Podcast-Folge. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich danke dir von Herzen für das, was du dort tust. Und euch, die ihr zugehört habt oder zuschaut, danke ich euch auch für eure Zeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, seid so lieb und rankt uns bei iTunes, indem ihr uns eine Bewertung hinterlasst und sagt, ob euch das gefallen hat. Alle weiteren Folgen gibt es unter www.tobias-beck.com/podcast. Heute mit Gabi Lastinger. Es hat mich wirklich sehr berührt und ich freue mich über unseren Austausch und über unseren Kontakt. Danke, Gabi. Ich danke dir ganz herzlich und auch allen Zuhörern.